Wolfratshausen steht Kopf. Die Prominenz ist vor Ort. Das Spiel der Spiele steht an und passt sogar perfekt zum Konzept der Bayern. Ich finde, das ist eine wunderbare Symbiose. Also in der Welt zu Hause und in Bayern daheim. Alles irgendwie anders. Ein Keeper, der sich vor dem Spiel seines Lebens dem Alltag stellt. Es ist selbstverständlich, dass man auf Arbeit geht und danach halt gegen die beste Mannschaft, einer der besten Mannschaften der Welt, ein Fußballspiel abstreitet. Und Spieler, die vor der Partie gegen die großen Bayern selbst Hand anlegen. Ja, ich habe die Anweisung bekommen, was für die Toilette herzurichten für Herrn Ancelotti. Ach ja, und da ist noch der Trainer, der früher mit Müller und Hummels gespielt hat. Überragend bei dir, ja, deine Karriere. Nicht schlecht genau. Leck mich am Arsch. Und vor dem Traumspiel die richtigen Worte findet. Wir brauchen Eier, Eier, Eier brauchen wir. Aber von wem und über was sprechen wir eigentlich? Es geht um das Spiel des BCF Wolfratshausen gegen den FC Bayern, um das Spiel der Spiele für den Bayernligisten und um die arbeitsreichen und nicht ganz einfachen Vorbereitungen des Gastgebers. Wenn was passiert, dann glaube ich, können wir in den Urlaub fliegen. Das ist immer das Beste, weil dann so eine Firma gibt es nicht mehr. Knapp zwei Wochen später, Abschlusstraining der Ballkünstler des BCF Wolfratshausen. Fußball ist für sie nur Freizeitbeschäftigung. Tagsüber sind sie als Sportlehrer Lackierer und wie ihr Torhüter als Elektriker beschäftigt. Was machst du am Donnerstag, bevor um 18.30 Uhr angepfiffen wird? Da tue ich arbeiten, ganz normal. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag. Danach wird halt gespielt. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man auf Arbeit geht und danach halt gegen die beste Mannschaft, einer der besten Mannschaften der Welt. Trainer Marco Stier ist für den Matchplan zuständig. Ja, was am Wochenende auch sehr, sehr schlecht von uns war, ja, das war unser Umschaltspiel. Egal von defensiv in offensiv oder von offensiv in defensiv. Ja, das muss besser werden, Jungs. Das ist unser Trumpf im Spiel normal. Ja, das haben wir letzte Saison sehr, sehr stark gemacht. Ja, jetzt hapert es noch ein bisschen. Ja, ist aber einfach auch eine Willensgeschichte. Ja, dass man über seinen Schatten auch springt, ja, auch wenn man kaputt ist, dass man noch mal die paar Meter macht, ja, um wieder den Ball zu erobern. Okay? Ein weiteres Plus für den BCF. Marco Stier bringt das FC Bayern-Gen mit. Der Coach hat vor 9 Jahren bei den Amateuren mit Hummels, Bartstuber und Thomas Müller gekickt und will deshalb auch unbedingt dessen Trikot. Thomas Müller ist einfach auch ein super Typ. So wie er früher war, ist er jetzt heute auch noch, wenn ich ihn im Fernsehen sehe. Und ich freue mich riesig, ja, auch sein Trikot zu schnappen. Dann. Für Marco Stier ist es das erste Treffen mit Müller seit 2009. Deshalb will er sich das Trikot auch exklusiv sichern. Ich habe schon gesagt, ne, wer das Trikot wegnimmt von Thomas Müller, der wird auf der Bank sitzen zur neuen Saison. Deswegen werden die Jungs auch Respekt haben, das Trikot von ihm zu schnappen. Natürlich Spaß. Die Geschichte mit dem Trikotwunsch ist am Spieltag auch bis zur Säbener Straße durchgedrungen. Ja, ich habe auch schon gehört, dass er da Trainer ist. Hat mich natürlich auch gefreut. Bin gespannt, ihn heute wieder zu sehen. Thomas Müller hat 18 Spiele mit Marco Stier bestritten. Das soll doch reichen, um ihm das Trikot zu überlassen. Ich denke, das Trikot, das kann er haben. Das ist also geklärt. Aber wie vermeiden Sie Treffer von Müller und Co.? Unser Elektriker zwischen den Pfosten soll's richten. Das ist eigentlich wurscht, wer kommt. Es ist immer dasselbe. Man hütet sein Tor, versucht zu null zu spielen, eine geile Partie zu bestreiten und dann ist der Kaspis. Ihr Erfolgsrezept für ein Traumergebnis steht also: hinten spielt er so lange wie möglich zu null und vorn wird schon irgendwie einer reingehen. Jetzt haben die Spieler einen ganz speziellen Job zu erledigen. Was machst du da, wenn man fragen darf? Ja, ich habe die Anweisung bekommen, was für die Toilette herzurichten für Herrn Ancelotti, damit er sich da auch wohlfühlt, ja, in der ganzen Kabine. Und da wir sowas nicht hatten, muss man es jetzt besorgen. Das ist eine Klobürste. Ein bisschen was Edleres haben wir da besorgt. Ja. Da lassen wir uns ja nicht lumpen. Und das versuche ich jetzt zusammenzubauen.
Erst sorgen Sie für ein Wohlfühlambiente für den Bayern-Coach, dann stellen Sie Toiletten für die Zuschauer auf und schließlich müssen Sie Fundamente für die Absperrzäune schleppen. Die Spieler malochen ohne eine Pause für ihr perfektes Traumspiel. Man sieht, dass wir alle wirklich ein Team sind, ja, ein Verein sind. Und das wirklich bin ich auch stolz auf die Jungs, dass sie da wirklich auch so fokussiert sind und mithelfen. Und ja, nur so kann man es auch schaffen, auch für die neue Saison, dass wir ein Team werden. Der Teamspirit passt also. Das Wolfratshauser Team und ihr Coach schuften gemeinsam. Und lösen am Ende auch die kniffligsten Aufgaben. Gut eine Stunde vor Spielbeginn ist es dann soweit, Ankunft des FC Bayern. Platzwart Sami ist nah dran. Allerdings ist Lieblingsspieler Franck Ribéry nicht dabei. Sami, jetzt sind Sie da. Spannend, oder? Ganz spannend, ja. Das sieht man da. Sowas sieht man nicht so oft hier bei uns. Und das ist schön. Der FC Bayern reist mit 4 Profis an. Der Rest des Teams besteht aus Spielern der zweiten Mannschaft und der U19. Kein Problem. Hauptsache Präsident Fleischer kann Thomas Müller begrüßen. Wunderbar, ich freue mich, dass das an. Also es ist vollbracht. Jetzt schauen wir, wie das läuft und wir freuen uns auf das Spiel. Tolle Sache. Ist alles bereitet, dass es losgehen kann oder fehlt noch was? Wir haben eigentlich alles dafür da. Ich weiß jetzt sogar, dass die Ballbäume jetzt rein dürfen und dass dann später die Kinder rein dürfen, die mit einlaufen. Ich glaube, dass jetzt alles gerichtet ist. Unmittelbar danach die Bayern auf dem Weg zum Warm-up. Und wohin führt der erste Weg von Thomas Müller? Genau, zu seinem ehemaligen Mitspieler Marco Stier. Muss ja, ja. Ey, überragend bei dir, ja, deine Karriere. Nicht schlecht, genau. Ey, leck mich am Arsch. Du, ey, gibst du mir einen Tipp? Ja, hab schon gehört. Hast schon gehört, oder? Hast schon im Vorfeld gut eingefädelt. Ne? Clever war es schon immer. Ne? Ja, du kennst mich doch. Ja, ja, klar. Und meine Tochter läuft mit dir auf, okay, ja, die Kleine. Ja, alles gut. Alles klar. Mats, hau rein, mein Junge. Marco Stiers persönlicher Kontakt zu Hummels und Müller lohnt offensichtlich. Der Trikot-Deal steht und zudem darf sein Töchterchen mit dem heutigen Bayern-Kapitän einlaufen. Unmittelbar vor Anpfiff geht es in der Wolfratshauser Kabine dann wieder um den Matchplan. Marco Stier hat einige Freistoßvarianten einstudieren lassen. Aber viel wichtiger ist es jetzt, das Team optimal auf die Partie einzustimmen. Verstanden, Jungs? Jetzt haben wir das Highlight hier. Jungs, ne, bei uns zu Hause, 4000 Leute warten da draußen, Jungs. Ja, das ist mega für uns, mega. Ja, und ich sage euch, wir haben auch eine Chance. Ja, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir brauchen Eier brauchen wir. Rein ins Spiel und rein geht auch gleich der Ball. Nach nur 3 Minuten steht es 1:0 für die Bayern. Torschütze ist Manuel Winzheimer. Dann aber die Wolfratshauser am Zug. Ein vorher trainierter Standard und schon ist sie da, die erste Torschuss des BCF. Kapitän Angelo Haug mit Köpfchen. Wolfratshausen verteidigt im Anschluss den knappen Rückstand, bis Trainerspezi Thomas Müller den 2:0 Halbzeitstand erzielt. Das alles unter den Augen des ehemaligen Ministerpräsidenten und BCF-Vereinsmitglied Edmund Stoiber. Also ein sehr unterhaltsames Spiel und gar nicht so mit drückender Überlegenheit, sondern Fachet spielt natürlich durchaus gut mit, aber gut, die Bayern werden natürlich und liegen natürlich deutlich vorne und werden das natürlich auch deutlich gewinnen. Aber zurück zum Spiel und zurück zu ihm. Keeper Emo hält in Halbzeit 1, was irgendwie zu halten ist. Nur kurz nach Beginn der zweiten Hälfte passiert ihm ein kleines Missgeschick. Aber immerhin lässt er nur 3 Gegentreffer zu. Das gefällt auch seinem Gegenüber im Bayern-Tor. Das ist eine gute erste Halbzeit, also hat mir super gefallen. Also nicht nur das Privatduell gegen Thomas Müller, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sondern auch wie du mitgespielt hast. Kompliment, glaube ich, war eine coole Sache auch für dich, oder? Danke, ja. Das ist eine einmalige Sache gewesen. Hätte 2 Dinger noch rausholen können, aber bisschen. Für die zweite Halbzeit hätte der Trainer schenken können, ne? Dann genau, wäre der eine genau. Nicht durchgeflutscht. Das hätte ich mir auch gedacht. Das ist, aber wenn du die alle gehalten hättest, wärst du wahrscheinlich mein Konkurrent gewesen. Also hast du noch Luft nach oben, bist ja noch jung. Ja, genau. Alles Gute, hä? Danke, also. Kurz vor Spielende lässt Franck Evina seinem ersten noch den zweiten Treffer folgen. Aber da steht Emo nicht mehr zwischen den Pfosten.
Das Highlight kommt allerdings in der letzten Minute, der ersehnte Ehrentreffer. Das Wolfratshausener Team am Ende total zufrieden. Mats! Und vor allem ihr Coach, denn er bekommt vielleicht das Trikot von Thomas Müller und zusätzlich auch noch ein Foto mit Ex-Mitspieler Mats Hummels. Mach mal ein Foto. Warum soll ich das machen? Du kommst ja nicht klar damit. Ja, das war brutal. Überragend. Super, danke dir. Bleibt nur noch zu klären, ob Markus Stier auch wirklich das Trikot von Thomas Müller bekommen hat. Schau her. Hier ist das Trikot. Vom Thomas. Ja, genau. Habe ich bekommen gleich in der Halbzeit. Und ja, ist mega. Ne? Wir haben ja zusammen gespielt. Und er hat mich nicht vergessen. Mats auch nicht. Ja, das zeigt von Größe, ja, trotz dass sie solche Superstars jetzt sind. Und er hat mich riesig gefreut, mal wieder die Jungs zu sehen. Ich kam direkt vor dem Spiel schon zu ihm. Er ist ein alter Kollege von mir, von Bayern Amateuren. Und dementsprechend war das eine Selbstverständlichkeit. War auf jeden Fall sehr schön, den wieder zu sehen. Ich mag das immer besonders gerne, aus ganz alter Zeit, aus der Jugend oder von Amateuren, dann noch ehemalige Mitspieler zu treffen, zu sehen, was die jetzt machen, wenn man ja nicht mehr so den Kontakt hat. Und deswegen sind es immer besonders schöne Momente. Ende gut, alles gut. Der ehemalige Spieler von Wolfratshausen ist zufrieden. Und der aktuelle des FC Bayern auch. Der BCF Wolfratshausen kann also stolz sein.